The prophets have spoken, friends. The dragon's return is nigh. Join the honorable Duke's ranks and help us be rid of the fell beast. The day's come to lay down rod and reel and take up the sword. It's the dragon! Oh. Get to the boat! For your lives, go! Take a bow! Thank you.
So, Freunde, nachdem ich mir jetzt meinen Charakter zusammengedattelt habe und das Intro schnell abgehakt habe, also das war halt mehr oder weniger eher so eine Cutscene. Ich durfte nochmal kurz auf dem Drachen rumhacken, aber da ist ja dann letzten Endes auch nicht mehr viel passiert. Ja, geht dann jetzt auch los ins Eingemachte. Was sind das hier für Leute? What? Why is this happening? Okay. Ja, ich wurde jetzt angehalten, hier Waffen einzusammeln und ich gehe mal stark davon aus. Dass ich mittels dieser Waffenwahl. Übrigens wurde ich jetzt gerade richtig schön verziert von diesem komischen Drachen. Aber, ne, wir nahmen Zieren einen Mann. Ja, ja, ich hatte mir überlegt, ich werde diesmal was relativ für mich sehr untypisches spielen, nämlich einen Magier. So, untersuchen. Eure Laufbahn bestimmt eure Standardattribute, eure tragbare Ausrüstung und eure Fertigkeiten. Das ist ja mal ganz was Neues. Kämpfer. Waffen, Schwerte, Schilde, Nahkampfspezialisten, jede Abwehr durchbrechen. Ja, aber... Habe ich auf der Xbox schon mal angedaddelt. War soweit okay, aber irgendwie... Na, also das ist auch ganz interessant. Ist halt diese Rogue-Laufbahn. Aber hinten stehen noch mit Bogen drauf rumballern. Weiß ich nicht. Also ich glaube, Magier hat halt ein bisschen exotischere Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, im Vorfeld diesen Magier hier zu nehmen. Ja, wir nehmen jetzt die Laufbahn des Magiers. Verlasst den Raum. Ah, das kriege ich, glaube ich, hin. Ihr könnt euch mit einer Primär- und einer Sekundärwaffe ausrüsten. Primär ist verzichtbar, Sekundärwaffe mit Bögen, Schilde können sich als hilfreich erweisen. Okay. Ja, hier nochmal. Ach nee, nicht. Du sollst das werfen. Wieso leuchtet denn das? Ich dachte, da war was drin. Leichter Angriff. Piu! Piu, 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 piu! Okay. Ah, heb das Ding auf. Hüpp. Ah, warte! Ich glaube, da kann man irgendwie. Nein, was Kraut mitnehmen? Nein, hier Wasser entnehmen. Ihr hättet ihr eine leere Flasche, könntet ihr sie hier auffüllen. Stimmt, genau. Irgendwie kann man dann hier. Ne? Wasser auffüllen. Was ist das hier? Leere Schriftrolle. Was immer das bringt. Nehmen, alles nehmen. Aha, da wird über mich getuschelt. Yes. Es ist nicht die beste Idee, über mich zu tuscheln. Go see to the others, Kina. Tell me if aught changes here. All right. Aha, ein Spitze. Verstehe. Gut zu wissen. Ist es nicht meine Frau? Ah, ich habe alles gehört. Jetzt gibt's Schläge. Du wirst mein erstes Opfer. So, was passiert hier alles? Komm, ich hoffe in der Spielhalle. Besiegt ihr Gegner, erfüllt Aufträge, erhält Erfahrungspunkte. Das ist ein exotisches Konzept.
Mit jeder Stufe verbessern sich die Attribute. Okay. Pause-Menü, dort könnt ihr gerade. Okay, was? Wie? Auftrag gemeistert? Und du? You should be a bed. I wish you would not strain yourself so. I am worried for you, Klaus. Ja, ja, ich weiß schon, dass du dir das. Ja, der komische Kauz da gerade eben hat sich offenbar auch Sorgen gemacht. Tonkrug? Nehmen. Bärenfrucht? Nehmen. Was ist das? Festtagskuchen? Nehmen. Was ich alles mitnehmen kann. So, jetzt habe ich einen Tonkrug. Ist das eine leere Flasche? Nee, nicht den Besen nehmen, nicht den Eimer nehmen. Da war es doch gerade. Na? Halt! Ich flippe hier gleich aus. Ah, okay. Leerer Tonkrug zählt offenbar nicht. Ja, ich würde mich jetzt aber auch nicht so mit Ramsch zu spammen. Hier Grünlattich zum Beispiel, aber auf der anderen Seite, den sollte man immer dabei haben. Hep, hüpf. Ja, Steuerung geht ganz gut von der Hand, muss ich sagen. Was ist das hier? Linderung. Ach, die Geschichte. Okay, und du? Was kann ich damit machen? Das muss offenbar kanalisiert werden, dann platziert man den da und dann wird man drin geheilt. Alles klar, ich hab's durchschaut. Läuft, was ist hier? Kamin. Okay, wird auch aufgeladen und nu? Das war jetzt nicht übermäßig beeindruckend. Gehen wir mal raus. Raus! Ja, geil. Erfüllt Aufträge, um Fortschritte zu erzielen. Sprecht immer mit den Leuten, die ihr trefft. Viele von ihnen haben... Ja, das Problem ist so ein bisschen auch, soweit ich mich erinnern kann, ich will kein Wasser entnehmen. Was soll ich überhaupt mit Wasser? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier was trinken muss. Das, soweit ich mich erinnern kann, ist es tatsächlich so, dass man hier nicht rauskommt, bevor man nicht irgendwie bestimmte Sachen abgeschlossen hat oder so. Sowas finde ich immer super geil. Was ist das denn hier? Hüpf. Hüpf. Ja, aber wie kann man denn damit Kissen kaputt? Starker Angriff? Ah, okay, besser. Ja, hier. Also wirklich Handarbeit. Vielleicht geht mein Stab kaputt. Alter Vater. Ja, nö. Funktioniert nicht. Man kann doch aber irgendwie auch noch. Linderung, Kamin, ja, wie kann man auch noch levitieren als Mage? Das ist auch ganz witzig. Grünlattich. Ach nee, schade. Ich wollte gerade damit rumposen, dass ich mich schon so gut mit den Kräutern hier auskenne. Und dann ist das Mitridiatum. Ich hätte es wirklich früher schnallen müssen. Ah, okay, dann halt nicht. Ja, die Steuerung ist echt gut. Man hat echt viele Möglichkeiten. Ist auch so. Ja, komm, spring da runter. Kriegen wir schon hin. Eine große Nuss. Nichts geht über große Nüsse. Eine leere Flasche. Siehste. Kann ich hier auch direkt hier Wasser auffüllen? Nee. Ich glaube, wenn man hier... jetzt bin ich durchnässt. Das ist ein Debuff. Ja, geil, wie viele leere... Jetzt, wo ich sie... schon eine hab oder was? Naja, egal. Wollen wir den quatschen hier, was sagt er? Geschenke macht. Geschenke. Ich bin der Homie von so einem Drachen. Ihr müsst mir Geschenke machen. Wenn ihr Handlungen begeht, die andere Besonderheit verringert, dass ihr verbunden seid mit euch. Ja. Gibt's halt ein Geschenk. Laken. Bettlaken. Sie sollen zugleich einer und vier. Seems this brine can't be bested what's more. Not to do, but avoid the water's edge. Ah, ja, genau. Das wollte ich, glaube ich, gerade erzählen. Wenn man hier weiter reinläuft, dann kommt da irgendwie so Piranha-ähnliches Geknabber oder so um einen herum. Und ich glaube, dann geht man drauf oder so. Mit anderen Worten. Es ist so eine Art Levelbegrenzung. Gar nicht schlecht eigentlich. Also ich habe schon schlechtere gesehen.
So wie bei zum Beispiel, was ich relativ enttäuschend fand bei The Witcher 3, wo irgendwie so eine unsichtbare Mauer kommt, dann kommt von wegen, du bist zu weit gegangen oder so, hier sind Drachen, kehr um. Ich guck nicht richtig. Das ist so ein modernes Spiel von allen Leuten über den Klee gelobt. Und dann da sind Drachen, kehr um und dann steht man auf einmal wieder mit dem Rücken zu dieser unsichtbaren Wand da und da darf er nicht langlatschen. Da war ich auch maßlos enttäuscht. Ja, ich meine, da hätte man zumindest einen Drachen hinstellen können, der einen grillt. Das wäre wirklich so cool gewesen. Nicht halt wie bei Dark Souls, ne? Da stellt man halt einfach Haffel vor die Tür und dann weiß jeder, nachdem er das erste Mal von ihm platt gehauen wurde, hier darf ich noch nicht her. Da weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ja kein Game Designer, ne? Ich muss das auch nicht wissen, aber letzten Endes fand ich die Lösung jetzt ziemlich dünn. Hier sind Drachenkehr oben. Kam ich hierher? Mal kurz gucken. Könnte sogar sein. Ne, es ist das Fischerhaus, okay. Ja, gut, ich will hier jetzt ehrlich gesagt nicht die ganzen Buden ausräumen. Hier findet sich offenbar irgendwo Rumsch. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich hier. Ich habe doch gerade schon so einen Kringel auf der Minimap, dann begebe ich mich da doch mal hin. Gibt es hier sowas wie Ausdauer? Kann ich. Ja. Hüpf. Ui. Hier die Brunnengeschichte. Hier ist, glaube ich, irgend so ein Riftstein. Ich hoffe inständig, dass ich noch nicht meinen persönlichen Lakaien zusammenbauen muss. Weil das dauert wieder ein bisschen. Wie ihr ja bei meiner Charaktergenerierung gesehen habt, nimmt es an Zellenanspruch. Ach, Ihmchen. Ja. Hallo. Er ist der Mann mit der leuchtenden Hand. Deine Hände leuchten nicht. Wer ist er? Jo. They come from some unknown place. Just appear without... Not human, quite. They look the part, sure enough, but they lack... They have no capacity to feel nor act alone. So they live... Die haben nicht die Fähigkeit zu fühlen? Können wir sie ja essen. There's an encampment west of the village, where men gather to... I'd wager a fair number of... Why don't you take him? Might be you learn out of why he came to you in the first before. Dit. Außerdem können wir auch. Okay. Personen mit rotem Symbol verfügen Informationen, die für euch derzeit vorrangigen Auftrag von Bedeutung sind. Habt ihr mehrere Aufträge gleichzeitig angenommen? Seid ihr jo. Könnt ihr im Pausenmenü unter Aufträge im Auftrag Vorrang geben. Okay. Dann werden alle relevanten Charaktere. Achso, ja gut, Questverfolgung. Eure Vasallen werden euch dann mehr Informationen zum... Ach Gott, ja. Informationen von den Vasallen, das ist genau das, was ich will. Zu anderen Aufträgen. Achso, Ihmchen. Dieser Vasallen möchte zweifellos zu dem Lager im Westen. Warum bringst du ihn nicht dorthin? Alleine wird er sich nicht auf den Weg machen. Ja, ich bringe ihn doch gerne dahin. Er ist doch so. Ja. Seinesgleichen bleibt, wo er ist, bis er verrottet, wenn ihm kein Mensch. Na Mensch. Ich bin immer schon ein großer Freund von solchen Leuten. Okay, er hat immer noch einen Srog. Hier ist dieser komische Stein. Dort ist etwas, okay. Eine Scheune. Mit lustigen Büffeln. Nein, du sollst die Leiter da hochklettern. Ist da bestimmt Loot versteckt. Auf dem Dachboden einer Scheune. Ja, wir holen uns gleich diesen Rog und dann gehen wir in dieses... Ach, man kann irgendwie auch in den Brunnen klettern. Glaube ich. Machen wir auch gleich mal. Hau dir jetzt die Kiste kaputt. So. Rog hat eine gammelige Möhre aufgesammelt. Hey, wir teilen, wir wollen doch alles teilen. Vielleicht wollte ich die gammelige Möhre. Okay. Ja. Spider-Man.
Sag mal, wieso läuft mir dieser Rogue jetzt schon hinterher oder was? Ich habe ihn ja noch gar nicht gemietet. Ach so, außerhalb von Städten wird durchrennen. Ah, okay, deswegen habe ich keine Ausdauer. We can rest till day or night. Simply leave word with the innkeep. Okay, lass mal da rein. What? I'm trying to work here. Irgendwie kommt man da rein, aber offenbar jetzt noch nicht. So. Bringen wir den Typ halt einfach mal dahin, wo er hin will. Können wir uns vielleicht schon mal mit ein paar Leuten prügeln. To the encampment. This path should see us there. Junge, easy, easy, ne? Als ob ich jetzt direkt... Was mit der Backtaste? Okay. Als ob ich jetzt einfach so den Weg langlaufen würde, der mir vorgegeben wird. Also bitte. Da kennst du mich aber schlecht. Hasen! Attacke! Was macht es? Was hat er... Ey, Goblin? Wo hat er denn Goblin gesehen? Ist er auch ein Mage? Na super. Da ist ein Goblin oder sowas. Bam, 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 bam. Upsi. Oh, jetzt habe ich einen Hasen erschossen. Es tut mir leid. Nee, ich will den nicht ansprechen. Den haben wir ja schön gegrillt. Ja, warte, ich muss erstmal den Hasen hier looten. Der soll ja nicht umsonst gestorben sein. Wo ist ein Goblin? Freut er immer sieht. Mann, gut, ich habe ihn mit. Ich würde all die Gefahren wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Da ist er. Ich will auch mal Kamin. Boom. Wir verabscheuen Feuer, na, dann ist ja gut, dass wir zwei Mages sind. Ich nehme jetzt mal die ganzen leeren Flaschen mit hier. Erzklumpen. Ist das hier Tonkrug? Ich will jetzt nicht wieder so viel Ramsch mitnehmen. Oh, Öl mitnehmen. Geil. Flasche mit Öl. Ölfläschchen haben sich immer gut gemacht bisher. Wenn ich jetzt ein... Oh, was ist da los? Wo ist das? Wo ist denn das? Ja, das habe ich doch schon mehrfach getan. Ich habe schon wieder einen Hasen getötet. Muss man echt aufpassen. Ich heile jetzt nicht die Goblins mit. Aber wollen wir sie mal in den Kamin tun? Ich will den anderen angreifen. So, da, zack. So. Koboldhorn. Wenn Gegner zu stark sind, dann versucht eine neue Stufe zu erreichen. Gegner zu stark. Was ist das denn hier? Hier kann man Steine werfen. Du sollst sie werfen. Auf Rogue. Boah. Naja, okay. Für das arme Kaninchen erschossen. Da muss man echt vorsichtig sein mit seinem Rumgeballer hier. Der hat nichts gedroppt. Ich muss erstmal kurz mit dem Typen quatschen. Ah, da unten ist meine Ausdauer. Okay. Hallo, ich hab dich gerettet. Gib mir Geld. I'm called Reynard, a traveling salesman. Okay. But thanks to you, it was only wares I lost. Und du? Außerdem könnt ihr auf der Straße von Höker treffen, die ihre Waren verbieten. Dieser, da, bla. Schau dir also nicht, Höker anzusprechen, alles klar. Der rennt jetzt weg oder was? Gab es jetzt irgendwie eine Belohnung? Zu verlockend. Zu verlockend. Was ist das denn?
Luftdichte Flasche. Wenn ihr ein Ungeheuer besiegt und eure Mühe könnt, könnt ihr viele nützliche Dinge finden. Haltet die Augen offen. Ja. Was meinst du wohl, warum ich hier rumdümpel, wo ich eigentlich gar nicht hin soll? Möwitzerballer. Hey. Sag mal. Es ist ja nicht zu fassen. Man klaut mir meinen Shit. Ist das hier auch eine Kiste? Ja. Wieso braucht der eigentlich nur einen Schlag dafür und nicht 200? Kann das Schiff auch kaputt hauen? Nein. Na. Oh, das geht auch gut. Oder war das was? Oh, kleiner Fisch, schon toll. Sind nur die kleinen Fische. Ja. Ich zeig dir gleich mal. Nimm die Finger da weg. Suche mir der Junge. Komm mal her. Zeig mal hier. Ja. Zeig mal, was passiert, wenn man zu tief ins Wasser geht. Demonstrier das mal. Und hopp. Wird er da schon angeknuspert? Nee. Ich hätte ihn vielleicht weiter rausbringen sollen. Also jetzt bin ich irgendwie nass. Ich weiß nicht, welchen. Was das für ein. Vielleicht habe ich dann. Mehr Feuerresistenz oder so. Ich weiß es nicht. Es sieht wunderschön aus. Ja, ich hatte mir ja vorgenommen, ich wollte jetzt tatsächlich gegen meiner natürlichen Spielweise etwas mehr versuchen, dem Pfad der Geschichte hier zu folgen. Also jetzt nicht ganz so viel rumzudümpeln, wie ich das üblicherweise tue. Was ist das hier? Schürfen. Eine Spitzhacke ist hier nützlich. Jo. Na dann. Kann man Erz abbauen? Okay. Wusste ich alles noch gar nicht. Hüpf. Und komm ich da hoch? Komm schon. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, hier liegt wieder Kraut. Eine kleine Nuss. Wer will denn kleine Nüsse? Eine Beerenfrucht, was ist denn da alles drin? Das ist ein Kombigebüsch. Ein buntes Pop. Sag mal! Na. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte, ich hatte ja. Nein. Danke für den Tipp. Was ich noch erwähnen wollte, ich hatte mich ja neulich, beziehungsweise im ersten Teil, im Prolog quasi, darüber ausgelassen, dass ich es ganz cool fände, wenn es hier einen Koop mit Menschenspielern gäbe. Dabei habe ich irgendwie vergessen zu erwähnen, dass es aktuell. Okay. Das ist aktuell in Japan oder keine Ahnung wo, ich glaube ja, gibt es Dragon's Dogma online. Das ist halt offenbar so ein bisschen, also im Grunde genommen das gleiche hier, wie das hier, nur, oh, Geldbeutel, richtig, ein Portemonnaie mit Geld, uns gehört die ganze Welt. Nur halt tatsächlich als Online-Spiel, ich weiß gar nicht, das hat wahrscheinlich so ein MMO-Charakter, ist allerdings Free-to-Play, ne, dann, also ich hätte ehrlich gesagt so ein Dragon's Dogma 2, mit Multiplayer-Koop-Support besser gefunden als so ein Free-to-Play-MMO. Die sind bei mir immer so ein bisschen. Ist wieder Premium-Service und all, hast eine ganze Mikrotransaktions-Scheiße. Ist alles nicht so mein Ding. Das fühlt sich halt irgendwie immer nach Abzocke an, finde ich. Wofür ist es ja gut. Ich weiß gar nicht, ob das schon feststeht, dass es noch nach Europa kommt. Also, und vor allem weiß ich dann nicht auch, also ich weiß nicht wann und ich frage mich, ob überhaupt. Was hier alles Schönes ist. Schlafpfeil. Toll, ich finde hier Giftpfeile, Schlafpfeile. Oh, Kobolde wo? Zeit für den Kamin. Boom. Ich hoffe, ich habe nicht wieder einen Hasen erschossen. Zack. Natürlich haben wir triumphiert. Das hat auch keiner in Frage gestellt. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, wenn es nach Europa kommt, dann
Würde ich mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Und euch höchstwahrscheinlich auch daran teilhaben lassen. Wo ist ein Goblin? Wo sieht er die immer? Ich hoffe ja, wie gesagt, nur, dass es dann auch... Ich meine, wenn sie die Grundlage von dem Game hier benutzen und das dann... Ich muss einfach nur gucken, wo er hinschießt. Auf mich. Naja, meine Waffen gebufft. Wieso kann der das eigentlich? Ich will das auch können. Ah, hier, Erzklumpen. Von wegen Spitzhacke. Du brauchst keine Spitzhacke, du brauchst nur einen Goblin mit einer Spitzhacke. Dann nimmst du ihm das Erz weg. Ja, wie wenn sie das ja als Grundlage nehmen, das Game, und das dann halt aufbohren. Beziehungsweise halt um Multiplayer. Ich glaube, ich habe hier einen Hasen gemacht. Beziehungsweise um Multiplayer Online Features erweitern oder so. Kann das eigentlich ganz gut werden. Es gibt ja doch Leute, die spielen das schon. Die haben sich irgendwie in diese japanische Beta oder Version irgendwie eingeschlichen, eingeschummelt. Eingehackt, keine Ahnung, irgendwie kann man das alles. Das Problem ist halt, es ist halt alles vollkommen in japanischer Sprache. Also der Text zum Beispiel, alles ist halt natürlich. Also, ich würde, glaube ich, nicht mehr Installation hinkriegen mit japanischen Zeichen. Von daher. Naja. Wollen mal sehen, wie das wird. Warten wir es einfach. Gedulden wir uns einfach mal. Oh, da oben ist eine Kiste. Überall stehen hier Kisten rum. Sehr schön. Hüpf, hüpf. Geldbeutel, geil. Hier stehen Kisten mit Geldbeuteln. Könnte ein bisschen schneller fallen, habe ich den Eindruck. Aber wie gesagt, dazu muss Dragon's Dogma Online auch erstmal in unsere Gefilde kommen. Ich hier wieder rumgeirrt bin, ey. Oh. Heb die kleinen Nüsse auf. Wenn Gott dich mit kleinen Nüssen beschenkt, dann musst du dich damit abfinden. Oder, naja, also sie zumindest wertschätzen. Was ist das? Was ist das? Rote Fässer? Ist nie gut. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ja, aber es wird ja eigentlich nicht explodieren, wenn es keinen anzündet. Okay. Doch. Was hast du hier schon wieder? Was machst du denn? Junge, das ist ja echt schlimmer als ein Sack Flöhen. Aber die Fässer hier sind cool. Oh, was? Das ist ja echt hochexplosiv, der Kram. Da darfst du ja nicht... Geil. Aufgestiegen. Wieso bin ich Stufe 3? Ich bin Stufe 2 angefangen. Hab ich was verpasst? Ja, ziemlich viel Crumple. Rogue. Körper neu. Ja, aber wie komme ich denn? Ausrüstung? Waffen. Bestätigen. Rang 3. Habe ich nichts für die Rübe? Nein. Was ist das hier? Das ist schlechter. Ich habe gar nichts an den Beinen an, oder was? Ja, dann scheint doch aber alles, ist doch wahrscheinlich alles besser als nichts. Oder doch, die habe ich ausgerüstet dann. Ah ja, wegen des blauen Symbols, verstehe. Das ist aber noch ein leerer Slot. Da ist denn alles besser als nichts. Ausrüsten. Hervorragend. Steht mir ausgezeichnet. Gut, alles klar, hatten wir das auch. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich hier auflevel. Bevor wir da reingehen, müssen wir hier nochmal. Los, Rogue, lass uns alles verhauen.
Nimm die Finger da weg. Alter, ich das hasse. Heilbrunn. Heilbrunn ist da drin. Ja, hübsch. Wird aber langsam dunkel. Ah, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und zwar ist es echt, ich meine, man sieht es ja am Anfang im Prolog, kurz, dass sie sich so eine Laterne anzünden. Ich glaube, ich habe nicht mal eine mit. Die Nächte in Dragon's Dogma sind richtig, richtig dunkel. Ziemlich cool, weil man braucht man echt Licht oder sonst ist man ziemlich aufgeschmissen. Und sowas gibt es ja heutzutage kaum noch. Also in den meisten Spielen ist es halt so ein bisschen, naja, düster, dämmerig, aber halt nicht so richtig, richtig zamduster. So, rein da. Ein Name lässt den Tag und Nacht schneller vergehen. Verstehe. Moment mal. I know the way, Master, follow me. Wie passt denn follow me und Master in einen Satz? Wenn denn folgst du mir? So. Apropos folgen. Wenn ihr Bock auf weitere Episoden habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ich werde hier an dieser Stelle das Ding mal cutten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Reingehauen. We'll be right back.